Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar habe ich ja hin und wieder mal so ein paar Klemmbaustein-Quickies dabei. Also wirklich kleine Sets, die vielleicht auch mal nur 100 oder 200 Teile haben. Aber ich bin der Meinung, dass auch diese Sets genauso wichtig sind zu zeigen. Weil für eine Familie, die vielleicht nicht so viel Geld hat, aber trotzdem halt ihren Kindern einen Spielspaß mit Klemmbaustein ermöglichen will, ist es genauso wichtig, dass das 200-Teile-Set irgendwo mal gezeigt wurde und darüber geredet wurde, ob es gut ist, wie als ob sie einen Set für 100 Euro kaufen würden. Genau deshalb bringe ich auch immer mal solche kleinen Sets von den Herstellern mit. So einen Bagger, und zwar ist es die M38B0538. 212 Teile von 6 bis 12 geeignet nach Herstellerangaben aus 212 Teilen. Wenn wir uns die Box hier vorne so anschauen, haben wir eben einmal den Bagger, haben dann noch so ein paar Figuren mit darauf abgebildet, die hoffentlich auch mit dabei sind, haben hier oben nochmal den Bagger abgebildet, dann auf der anderen Seite auch nochmal den Bagger abgebildet, mal mit Maßen. Und zwar haben wir hier eine Länge von 20,8 cm. Auf der anderen Seite haben wir nochmal die Figuren abgebildet und dann haben wir auf der Rückseite nochmal den Bagger, nochmal ein paar anderes Luban-Sets aus dieser Reihe und eben so ein paar Spielfunktionen gezeigt. Ich mache den Karton jetzt auf jeden Fall mal auf. Und im Karton finden sich Teiletüten. Wer hätte das gedacht? Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 an der Zahl. Und natürlich haben wir auch eine Anleitung wieder mit dabei. Die Anleitung ist klammergebunden, ist so in Kalenderform, also dass man die quasi nach oben aufklappt. Ansonsten ist die Sluban typisch. Was schon gebaut wurde, wird ausgegraut und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Insgesamt haben wir 8 Seiten und 15 Bauschritte und ich muss sagen, die Anleitung macht einen ordentlichen Eindruck. Also das ist jetzt nicht das Hochwertigste, was man je gesehen hat, aber auch bei weitem nicht das Schlechteste. Ich würde sagen, wir haben schon wieder viel zu viel gelabert. Ich fange jetzt an zu bauen und dann sehen wir uns bei so einem kleinen Set höchstwahrscheinlich gleich mit dem fertigen Set wieder. Und fertig ist die Sluban M38B0538, der Radlader. Und ich muss sagen, für seine Größe, ich meine, der ist ja nicht besonders groß, hat nur um die 200 Teile, ist der eigentlich ganz gut gelungen. Wir haben halt hier hinten wirklich schön die ganze Verkleidung von dem Motor mit dem großen Auspuff nach oben. Haben hier eine schöne Fahrerkabine gebaut und auch die Außenspiegel gefallen mir wirklich sehr gut. Ich meine, ein Set aus dieser Teileanzahl, in dieser Größenordnung, ist natürlich eingeschränkt von dem, was du da designtechnisch machen kannst. Aber das haben sie wirklich ganz gut hinbekommen. Auch die Reifen gefallen mir. Ich meine, das sind jetzt keine Riesenreifen. Sind aber wirklich gummierte Reifen mit einem sehr schönen Profil und halt auch vor allen Dingen einem üppigen Profil, was zu so einer Baumaschine gut passt. Beim Bau gab es keine Probleme und er hat eigentlich durchgängig Spaß gemacht. Und es sind auch ein paar interessante Teile meiner Meinung nach dabei. Zum Beispiel sind diese Radkästen hier nicht ein Formteil, sondern sind aus drei verschiedenen Teilen gebaut. Also einmal diese Rundung und einmal dieses Gerade hier. Was dann am Ende zu einem Radkasten zusammengesetzt wird. Das habe ich so in dem Maßstab noch nicht oft gesehen und ich hatte auf jeden Fall Spaß damit. Auch die Teilequalität von der Verbaubarkeit war diesmal sehr, sehr gut. Also so gute Steine hatte ich von Sluban ehrlich gesagt noch nicht in der Hand. Die haben richtig Spaß gemacht beim Verbauen, hatten ein schönes Baugefühl und haben sich gut anfassen lassen. Auch die Farbtreue in den Gelbtönen ist zumindest bei den normalen Klemmbausteinen sehr gut gelungen. Die Technikteile hier haben eine kleine Abweichung. Dann haben wir ja den Stickerbogen mit dabei gehabt, den finde ich in dem Fall aber nicht allzu schlimm, weil es sieht auch gut aus, wenn man diese Sticker nicht aufklebt und es ist ein Spielset. Wer die Sticker aufkleben will, klebt sie halt auf. Wer sie nicht aufkleben will, klebt sie halt nicht auf. Aber das ist jetzt kein Sammlerstück oder Vitrinenmodell, wo jetzt die Sticker mich sonderlich stören würden. Von den Funktionen haben wir bei dem Set einmal, wir können Figuren reinsetzen. Die Figuren sind jetzt keine Macht, muss ich sagen. Also ja, es sind halt so typische Sluban-Figuren. Also sie sind nur auf der Brust bedruckt, als anderes nicht bedruckt. Sie machen einen zumindest hochwertigen Eindruck vom Anfassen und von den Gelenken her. Die sind gut, aber der Druck könnte auf jeden Fall ein ganzes Stück besser sein. Es reicht zum Spielen, man wird keine großen Probleme mit Lego bekommen, aber es sind wirklich nicht meine Lieblingsfiguren. Auf jeden Fall könnte man jetzt das Dach hier quasi abnehmen. Beziehungsweise hier mit der Scheibe gleich, setzt dann halt die Figur hier rein und macht dann das Dach wieder drauf. Und dann hat man halt eine Minifigur am Radlader sitzen, die ihn bedient. Ansonsten kann man natürlich die Schaufel hoch und runter bewegen. Das funktioniert ziemlich gut, da fällt jetzt nichts sofort auseinander. Und dann haben wir ja noch so ein paar Extra-Teile dabei, was jetzt so Bauschutt darstellen soll. Dann kann man das halt quasi hier mit der Schaufel aufsammeln, kann dann die Schaufel hochnehmen und fährt halt die irgendwo anders hin und lädt sie wieder ab. Dazu ist es auch möglich, hier vorne die Schaufel quasi nach unten zu bewegen und wieder hoch zu bewegen. Aber die Schaufel ist auf jeden Fall ein Thema, weil wenn wir hier reinschauen, da haben wir so wie weiße Rückstände drin.
Und das ist jetzt nicht, dass da irgendwie Stressmarken auf dem Teil sind oder ähnliches, sondern diese weißen Rückstände sind so eine Art öliger Film. Und es werden irgendwelche Rückstände von der Produktion sein. Und da habe ich immer ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Gerade bei dieser Preiskategorie von Spielset. Also ich würde euch wirklich empfehlen, nehmt nochmal alle Steine, bevor ihr es baut, haut es nochmal in die Waschmaschine und lasst das nochmal durchwaschen. Also sowas sollte auf jeden Fall nicht passieren. Was auf jeden Fall noch cool ist, wir haben hier noch einiges an Zubehör dabei. So haben wir einige Fliesen in Grau. Das sind 2x4er Fliesen. Also hat man jetzt auch im Normalfall nicht so häufig. Und die sind ja einfach nur als Spielzubehör hier mit dabei. Also die kann man dann lustig irgendwo anders verbauen. Das ist sehr cool. Dann haben wir noch 3 2x4er Fliesen in Grau dabei. Und eben das, was ich jetzt so ein bisschen als Schutt bezeichnet habe. Dann haben wir von den 1x2er Fliesen in Braun 2 Stück. Dann haben wir eine 1x1er in so einem Hellbraun. Und dann haben wir halt noch ein paar 1x2er Bricks in diesem dunklen Braun. Ebenfalls mit dabei ist diese Absperrung. Die Figuren habe ich euch ja schon gezeigt. Und dann haben wir noch so wirkliche Ersatzteile, die jetzt quasi kein Spielzubehör sind, sondern einfach so als Ersatzteile mit beiliegen. Und das ist auch nochmal eine ganz ordentliche Auswahl. Also wir haben ein paar graue Teile dabei, ein paar gelbe, die man für andere Baumaschinen noch verwenden könnte. Haben nochmal so einen Schaltknüppel in Anführungszeichen in Rot und einen grauen Technikpin, ein paar schwarze Teile. Also das ist wirklich eigentlich eine ganz üppige Auswahl an Ersatzteilen für die Setgröße. Zusammengefasst ist das natürlich wieder kein Set, was die Leute komplett vom Hocker haut, sondern das ist ein schönes kleines Spielset, was man vielleicht auch nochmal verschenken kann. Oder wenn man einfach mal kurz was zum Runterkommen braucht, einfach mal was bauen auf City-Niveau, wo man den Kopf nicht groß einschalten muss und damit vielleicht noch ein bisschen Spaß hat. Dann hat man Spaß mit diesem Set. Und dementsprechend gibt es da für mich eigentlich auch keinen Grund, euch nicht zu empfehlen, das Teil zu kaufen. Der Preis ist in Ordnung, die Qualität war wirklich gut. Nur wirklich mit diesem Rückstand in der Schaufel. Ich weiß nicht, ob ich da Pech hatte bei meiner Charge oder ob das in jeder Charge so ist. Würde ich halt wirklich empfehlen, die Dinger nochmal zu waschen. Wenn ihr natürlich das Set selber besitzt, könnt ihr gerne mal eure Erfahrungen dazu in die Kommentare schreiben. Würde mich wie immer sehr interessieren. Ansonsten könnt ihr gerne nochmal einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.